Hallo, liebe Axel. Freunde und Freunde, insbesondere langfristig steigender Dividenden und Kurse, sprich langfristig steigender Unternehmensgewinne. Heute ein recht spontanes Video zu MV. Ich weiß, dass es einigen Mitgliedern auf den Nägeln brennt. Die haben ja diesbezüglich auch mich um meine Meinung gefragt. Ich hätte noch gesagt, mich zurückgehalten. Jetzt wollte ich eigentlich einen Artikel schreiben heute zu Dividendenaktien mit Rabatt. Und bin dann über MV gestolpert, indem ich einfach hingegangen bin und mal geschaut habe, welche Aktien eben in außerordentlich hohen Dividendenrendite glänzen. Machen wir das Ganze mal größer. Dann hatte ich hier noch auf solide Dividendenzahler gefiltert und dann hatte ich MV relativ schnell auf dem Schirm. Hier ist MV, die momentan 1,3% Dividende über dem Schnitt der letzten 12 Monate bezahlen und auch hier. Wenn man weiter zurückguckt, sind die überall quasi, da glänzen sie überall mit einer historisch hohen Dividende. Und gehen wir mal hier drauf, dann sieht man das Ganze auch grafisch. Machen wir das mal weg. Dann sehen wir eben, dass EPI momentane Dividendenrendite bezahlt von 5,6%. Und die soll ja noch weiter steigen. Und bisher 2013 ging EPI an die Börse, meines Wissens. Hat sich EPI auch als solider Dividendenzahler entpuppt in den Jahren. Das macht natürlich die Aktie interessant für Dividendenjäger oder Dividendenfreunde von Dividendenschnäppchen, hohen Dividenden. Und ich hätte schon angefangen zu schreiben, habe den Artikel im Prinzip auch schon fertig. Ich habe mir gedacht, machen wir lieber mal ein Video. Weil EPI ist sehr interessant, weil da gibt es viele falsche Signale meiner Meinung nach. Und es ist jetzt auch eine Sondersituation entstanden durch die Übernahme, die diese Fehlsignale noch verstärkt. Und ich schicke das mal jetzt schon mal voraus. Für mich ist EPI kein Kauf und wir werden jetzt angucken, warum das für mich kein Kauf ist. Zunächst aber mal zu den Fehlsignalen. Zum einen ist es hier, dass die Analysten weiterhin von steigenden Dividenden ausgehen, sodass wir dann hier eine Dividendenrendite bald haben sollten, angeblich von ja, an 7% kratzt, also 6,82% Dividende schon zum 31.01.2021. Das macht natürlich die Aktie oder lässt die Aktie sehr attraktiv erscheinen. Und das Ganze sehen wir dann auch, wenn wir hier in den Aktienfinder gehen und uns dann hier die dividendenbasierten Kennzahlen anschauen. Dann haben wir ja hier Steigerungsraten in den letzten 5 Jahren im Schnitt jährlich 23,5%. Das ist natürlich ganz ordentlich. Und hier geschätztes weiteres Wachstum von 19% ist auch sehr ordentlich. Und wenn man sich das Ganze dann mal hier im verlängerten Zeitstrahl anguckt bezüglich Prognosen, dann sehen wir hier, wie die persönliche Dividende, also wenn wir jetzt zu dem aktuellen Preis, aktuellen Kurs EPI uns ins Depot legen würden, dann würde halt die persönliche Dividendenrendite doch sehr stark ansteigen. Wir hätten dann hier in 20 Jahren schon mal 64% persönliche Dividendenrendite, was wir quasi innerhalb eines Jahres rauskriegen, in Relation zum eingesetzten Kapital beim Kauf von EPI. Das macht das Unternehmen oder lässt das Unternehmen einfach in einem sehr günstigen Licht erscheinen. Auf der anderen Seite sehen wir hier, dass EPI langfristig gesehen schon mit steigenden Kursen auch die Aktionäre erfreut hat, dass sie aber vom Hoch rund 40% verloren haben. Wir messen es nochmal nach hier. Rund 40% verloren haben, genau. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass jetzt die Dividendenrendite in die Höhe geschnellt ist. Und wenn wir uns dann jetzt nochmal anschauen, was in den letzten Tagen passiert ist, dann sieht man hier eben diesen massiven Kurssturz, der jetzt zu Teilen wieder ungefähr zur Hälfte wieder aufgeholt worden ist. Wir haben eben einen massiven Kurssturz von wie viel Prozent gehabt? Ein paar 20% oder 16%. Naja, fast 16%, jetzt noch ungefähr 8% oder knapp 8%. Und dieser Kurssturz, der hat damit zu tun, dass EPI Allergan übernehmen möchte, einen anderen Pharmakonzern. Und das ändert jetzt natürlich ja alles, diese Übernahme, die soll mal 63 Milliarden US-Dollar kosten. Und ich habe hier im Aktienfinder EPI und Allergan beide drinne. Und interessant ist, dass Allergan eine Marktkapitalisierung hatte vor der Übernahme. Da gucken wir erstmal an, wie Allergan auf die Übernahme reagiert hat, der Kurs. Dann sehen wir nämlich das genaue Gegenteil. Das sind wir die letzten 5 Tage. Und dann sehen wir hier, wie der Kurs nach oben gesprungen ist im Zuge der Übernahme. Das heißt, während EPI federn lassen musste, der Aktienkurs ist bei
Allergan, der Aktienkurs in die Höhe geschnellt, knapp, um knapp 30%. Und das heißt natürlich, dass der Markt sich gefreut hat hier für Allergan, was wiederum heißt, dass das Übernahmeangebot üppig war seitens AbbVie mit 63 Milliarden. Ich habe mal kurz ausgerechnet und habe es mir hier aufgeschrieben, deshalb muss ich hier mal etwas scrollen. Die Marktkapitalisierung von Allergan lag, als der Börsenkurs noch hier unten war, bei ungefähr 43 Milliarden US-Dollar. Und das macht dann zu den 63 Milliarden US-Dollar, die AbbVie bezahlen möchte, einen Aufschlag von 46%. Und das sind natürlich üppig. Es ist fast die Hälfte über dem Marktwert, den AbbVie dann bereit ist, für die Aktie zu bezahlen, beziehungsweise für das Unternehmen zu bezahlen. Und dann schauen wir uns einfach mal an, wie es um Allergan bestellt ist. Und da gehen wir jetzt halt mal hier in die Wachstumsanalyse, ins Fundamentale rein. Und da entscheiden wir, oder da gucken wir jetzt mal hier auf die Gewinne und operativen Cashflows. Und da sieht man, dass die operativen Cashflows durchaus gestiegen sind, dass wir aber hier beim Gewinn pro Aktie einen totalen Einbruch haben, obwohl das operative Geschäft soweit läuft. Das hängt damit zusammen, dass wir hier Abschreibungen haben, insbesondere auf Goodwill. Das heißt, Allergan selbst hat andere Unternehmen gekauft, so wie AbbVie jetzt eben Allergan kauft, hat Allergan vorher andere Unternehmen gekauft und ebenfalls was draufgelegt. Und dieses was draufgelegt, das rächt sich nun, und zwar nicht erst einmalig, sondern schon seit längerer Zeit. Und man sieht, wenn man jetzt in die Vollanalyse geht, dann sieht man hier, dass wir noch weiteren Goodwill in der Bilanz haben, und zwar relativ hohen Goodwill. Wir sehen übrigens, dass in 2017 der Goodwill knapp 50 Milliarden US-Dollar betragen hat und dann im weiteren Geschäftsjahr noch 46 Milliarden. Na, hier wurde also schon abgeschrieben. Und wenn wir jetzt nochmal weitergehen, ein Quartal weiter, wurden aus 46 Milliarden etwas über 43 Milliarden, wurde also nochmal abgeschrieben. Das heißt, wir haben es hier mit laufenden Abschreibungen zu tun. Das, was ich meinte, nicht einmalig. Und wir haben eben immer noch sehr viel Goodwill in der Bilanz. Und wenn wir den Goodwill mal wegmachen, dann sehen wir, dass die Schulden im Vergleich zu den tatsächlichen Assets, die, ich sage jetzt mal, eine Nummer sicherer sind, relativ hoch ist. Es ist also aus meiner Sicht eine unsichere Bilanz. Und jetzt kommt noch eines dazu, nämlich dass AbbVie selbst auch gut wieder in der Bilanz hat. Und das sehen wir gleich, wenn wir in die Vollanalyse gehen. Hier sehen wir übrigens, dass die Gewinnentwicklung etwas besser aussieht als bei Allergan. Aber was jetzt die Vergangenheit angeht, ist auch nicht gerade berauschend. Also hier sind wir auf der Stelle getreten, operative Cashflow etwas besser. Und dann soll der Gewinn angeblich anziehen. Die ganzen Prognosen sind aber natürlich noch ohne die Übernahme, weil die Übernahme ist zu neu, als dass die Analysten das hätten berücksichtigen können. Da werde ich am Ende nochmal im Fazit drauf eingehen. Gehen wir jetzt erstmal in die Vollanalyse und gucken uns hier die Bilanz an. Und da sehen wir zwei Dinge, die ich für interessant halte. Zum einen eben sehen wir, machen wir erstmal die Treasury Stock weg. Da sehen wir, dass wir drei Dinge sogar. Da sehen wir, dass wir hier ebenfalls Goodwill haben. Der ist jetzt noch nicht abgeschrieben worden, 17,5, 15, doch ganz leicht, aber nicht wesentlich. Wir sehen aber, dass wir hier ebenfalls Goodwill haben. Zum einen, zum anderen sehen wir, dass die Schulden im Vergleich zur Bilanzsumme doch relativ hoch sind, was natürlich ist das zweite Interessante. Und die Schuldenquote liegt bei momentan knapp 80%. Das ist schon relativ hoch. Und jetzt müssen die nochmal 63 Milliarden US-Dollar bezahlen für die Übernahme. Und dann haben wir hier noch Treasury Stocks. Und die Treasury Stocks haben ja eben auch unter anderem dazu geführt, dass die Schuldenquote so hoch ist, weil die haben eben Kapital aufgezehrt, also liquide Mittel aufgezehrt, während des Aktien oder im Rahmen des Aktienrückkaufs, gerade hier noch von 2017 auf 2018, sehen wir, dass massiv Aktien zurückgekauft worden sind. Das sehen wir ja auch hier mit der Rückkaufquote 3,6%, jetzt in der jüngsten Vergangenheit nochmal angestiegen auf 16,3, hochgerechnet für das ganze Jahr, auf das letzte Quartal bezogen, dann hochgerechnet wenn es 16,3. Ich würde mal sagen, das ist etwas unglückliches Timing, wenn man auf der einen Seite tja,
Aktien zurückkauft, massiv, und dann sagt, okay, und jetzt stemmen wir mal noch eine Mega-Übernahme für 63 Milliarden, wo soll da das Geld herkommen? Das ist mir nicht ganz klar, und mir ist dann auch nicht ganz klar, wie man dann das Dividendenwachstum weiter beibehalten möchte. Dass wir ein Problem haben oder dass wir ein großes Risiko haben bezüglich des Goodwills. Wir haben Goodwill einmal bei AbbVie schon historisch, wir haben Goodwill bei Allergan, die ja quasi übernommen werden. Und wir haben jetzt nochmal einen zusätzlichen Goodwill. Analystenprognosen, die können das dann auch alles natürlich nicht verarbeiten, weil das noch zu neu ist, das Ganze. Ich gehe mal davon aus, dass die Analysten die Gewinnerwartung, insbesondere auch das Dividendenwachstum, zurückschrauben werden. Und mich erinnert das ganze Szenario auch stark an CVS, die ja Aetna übernommen haben und die dann eben auch die Dividenden eingefroren haben, um mit dem Schuldenberg irgendwie besser zurechtzukommen. Ich gehe deshalb dann davon aus, dass wir also starke Risiken weiter sehen werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass im Rahmen der Übernahme es dann auf Seiten von Allergan zu weiteren Wertberichtigungen kommt. Aus diesen Gründen ist für mich AbbVie mit einem hohen Risiko behaftet und ich würde die Aktie nicht kaufen. Obwohl eben die Dividendenrendite doch relativ hoch ist und die Prognosen auch optimistisch sind bezüglich der Dividende. Ich zweifle es eben alles an. Das ist aber nur meine eigene Meinung. Und die wollte ich jetzt einfach mal zum Besten geben, weil sie eben dem widerspricht, was man, ja, ich sage jetzt mal oberflächlich oder auf die Schnelle betrachtet, sieht. Dann würde mich mal interessieren, wie ihr zu AbbVie steht, jetzt nach dem Übernahmeangebot zu Allergan. Und dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.